Hallo Leute und herzlich willkommen beim dritten Teil der PC-Selbstbauserie. Heute geht es darum, den Kühler auf dem Mainboard zu befestigen. Zu Beginn des Videos möchte ich Be Quiet einen großen Dank aussprechen, denn den hier, den Pure Rock, der wurde mir von Be Quiet zur Verfügung gestellt. Ohne die hätte ich diesen Kühler also gar nicht. Dafür schon mal vielen Dank an Be Quiet. Ja, zunächst, was würde ich euch empfehlen, was ihr alles für diesen Teil braucht? Schraubendreher wäre natürlich nicht schlecht, der Kühler natürlich auch nicht. Dann, was ich immer empfehle, Wärmeleitpaste. Ich nehme immer die von Arctic, die MX2, die ist ganz gut. Schwört aber jeder auf was anderes, aber die kann ich empfehlen. Kauflink dazu in der Videobeschreibung. Zusätzlich würde ich noch Isopropanol empfehlen. Warum Isopropanol? Ja, für elektrische Geschichten ist das nicht schlecht, weil es nicht leitet. Also es ist nicht wie mineralhaltiges Wasser aus dem Wasserhahn. Es leitet den Strom nicht und verdunstet restlos. Der Vorteil: wir können damit elektronische Gegenstände reinigen. Ich möchte nämlich die Fläche der CPU vorher noch reinigen. Ja, aber dann starten wir doch erstmal. Zunächst mal möchte ich sicher gehen, dass auch die Flächen fettfrei sind. Dadurch wird die Wärme besser geleitet. Deshalb nehme ich erstmal das Isopropanol, gebe das ein bisschen hier auf dem Taschentuch von Tempo. Hust, hust, ist auf gar keinen Fall Product Placement. Und dann versuche ich erstmal hier die CPU zu reinigen. So, beim ersten Teil musste ich das ja mit meinen Fingern anfassen. Dementsprechend sind da wahrscheinlich noch Fettreste drauf. Deshalb einfach mal den ganzen Kram hier gereinigt. So, dann nehme ich mir den Darkrock Pro. Ja, ich habe hier schon drauf getatscht, deshalb ist die Fläche bzw. die Wärmeleitpaste auf dem Darkrock nicht mehr, ja, hier ist es schon verschmiert und so. Ich mache da lieber meine eigene nochmal drauf, mache das jetzt ab. Wenn ihr nicht so blöd wart wie ich und es auf die Reihe bekommen habt, ohne dass ihr da direkt reinpackt, dann könnt ihr selbstverständlich den auch drauf lassen, dann braucht ihr gar keine Wärmeleitpaste. Aber ich würde es euch trotzdem empfehlen, immer mal welche da zu haben. Das kann natürlich nie schaden. Aber schon mal gut an Be Quiet, dass die hier mitgedacht haben und dass Wärmeleitpaste auf dem Kühlkörper drauf ist, die ich jetzt leider abmache. Tut mir leid. So, wunderschön. Schon mal ab. Jetzt noch ein bisschen Isopropanol drüber. Ja, wunderbar. So, jetzt nehme ich erstmal die Wärmeleitpaste. Eigentlich hätte ich jetzt gesagt, wir müssen erstmal das Mainboard vorbereiten. Aber Be Quiet hat sich da was Tolles ausgedacht. Schaut her, hier gibt es nämlich Tools. Da müsst ihr übrigens auch schauen, welche CPU ihr habt, beziehungsweise welchen Sockel ihr habt. Der ist nämlich viel wichtiger. Und dann steht in der Anleitung drin, welche Teile ihr dafür braucht. In diesem Fall ist das einmal dieses Teil hier und dieses Teil hier. Das Gute ist, wir können das Ganze jetzt so verwenden, dass wir das hier reinschrauben, ja, so dass wir diese vorgesteckten Teile auf jeden Fall behalten können. Das finde ich schon mal sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ich habe gerade gesehen, dass wir diese Teile sogar gar nicht brauchen. Die sind nämlich für den Intel-Sockel. Also brauchen wir nur dieses Teil und diese passenden zwei Teile. Also sofern ihr denn auch einen AMD-Sockel habt. Doch zunächst mal werde ich jetzt die Wärmeleitpaste auf die CPU auftragen. Dabei ist darauf zu achten, dass wir nicht zu viel und nicht zu wenig nehmen. Ich denke, auf dem Video sieht das jetzt mehr aus, als da in Wirklichkeit drauf ist. Denn zu viel ist auch nicht gut. Also mehr ist nicht immer gleich mehr.
im Sinne von besser. So, setzen wir den Kühler drauf. So, jetzt noch die Brücke. Dann noch die Clips. So, Clip Nummer 1. Und auf der Rückseite setze ich den zweiten Clip auf. Jetzt haben wir hier die passenden Schrauben. Das sind die, die Schrauben mit den vielen Kanten, die Köpfe. Und die unten so ein bisschen Silikon haben zum Schutz. Ja, das klappt sehr, sehr gut. Hätte ich selber nicht gedacht, dass das so leicht funktioniert. Jetzt kommt es mir schon fast falsch vor. Gucken wir nochmal auf der anderen Seite. Ja, auch hier ließ es sich wirklich einwandfrei und leicht befestigen. Was ich sehr, sehr gut finde und womit ich selbst überhaupt nicht gerechnet hätte, dass es wirklich so einfach ist, den Dark Rock, den Pure Rock auf einen AMD-Sockel zu bringen. Sofern ihr also eine Ryzen CPU habt, würde ich euch diesen Kühler empfehlen. Und das ganz unabhängig davon, dass ich den hier zur Verfügung gestellt bekommen habe, sondern dieser Zusammenbau ist bedeutend einfacher als alle Zusammenbaue, die ich davor hatte, auch mit Be Quiet Kühlern, denn in meinem normalen Rechner, also in meinem Rechner, den ich jeden Tag benutze, ist auch ein Be Quiet Kühler verbaut. Mit einer Intel CPU, und da war das deutlich, deutlich komplizierter. Also hier brauchen wir nur einmal die Brücke, einmal diesen Schlitten und dazu zwei Schrauben und fertig ist die Kiste. So, wie bekommen wir jetzt noch den Lüfter dran? Wir hängen hier einmal diese Klemmen an, sodass die dem Hügel, der hier drin ist, ja, mit dem hier, sollen sie zum Kühler zeigen. Also praktisch so. So, dann legen wir den Lüfter an. Ziehen das Ganze ein wenig nach vorne, sodass er einhängt. Und das machen wir hier jetzt einfach nochmal ganz genauso. Rein. Und dann einhängen. So, das war's schon. Der Kühler sitzt, der Kühler ist befestigt. Was jetzt noch fehlt, wäre dieses Kabel hier anzuschließen. Ja, wo wird das angeschlossen? Wir suchen uns den Anschluss, wo CPU Fan 1 steht. Das steht genau hier. Und genau dort werden wir das Kabel jetzt auch anschließen. Mit diesem vorgezeichneten Schlitten natürlich genau dort, wo auch dieser Plastikpinnippel ist. So, das setzen wir ein und schon sollte unser Lüfter funktionieren. Er dürfte jetzt auch in die Richtung funktionieren, dass er erstens perfekt die Wärmeleitpaste drauf hat. Punkt 2, dass die CPU vorher gereinigt wurde, dadurch kein Fett zwischen CPU, Wärmeleitpaste und Kühlkörper ist. Also damit sollte er optimal gekühlt sein. Für diese Ryzen CPU reicht der Pure Rock vollkommen aus, da er bis zu 150 Watt kühlen kann und wir bei einer Verlustleistung von unter 70 sind. Also optimal, das Ding wird so auch immer leise sein und ja, wir brauchen also überhaupt gar keine Wasserkühlung. Auch die stärkeren Ryzen CPUs können mit dem Pure Rock betrieben werden, da alle unter diesem Bereich von 150 Watt TDP sind. Also von meiner Seite aus eine klare Kaufempfehlung für den Pure Rock. Ich werde auch alle Links nochmal in die Beschreibung packen. Ja, da war es das soweit mit dem Video. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo, sofern ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Teil wieder. Bis dann, Leute. Ciao.